über Survivor, indem ich es einfach mal angespielt habe, um es euch zu zeigen. Nun habe ich mir die Vollversion gegönnt und habe gedacht, bietet sich vielleicht an für ein Let's Play. Ich stehe tierisch auf das Spiel und habe gedacht, warum nicht? Können wir es doch ein bisschen zusammen durchspielen. Und kann ich euch Tipps geben, wie ihr Levels schafft oder wie ihr sie vielleicht auch nicht schafft, wie ich mich kenne. Auf jeden Fall ist der Clou hier am Start und wir wollen es uns jetzt einfach nochmal von vorne anschauen. Ich entschuldige mich schon mal für alle, die das letzte Test gesehen haben. So, und ich weiß immer noch nicht, ob die Ruckler am Anfang an dem schlechten Prozessor meines iPhones liegen oder ob die so geplant sind. Aber was soll's, Leute, kurz was vorweg. Ich werde natürlich nicht wie im letzten Test alles erklären. Das würde euch wahrscheinlich eher langweilen, vielleicht im Laufe des Spieles, aber ihr werdet es ja eh mitbekommen. Ich lese die Texte vor. Ansonsten wird durchgezockt und losgerockt. So, willkommen zurück. Wie du vielleicht bemerkt haben wirst, hat sich in deiner Abwesenheit manches getan. Tipp die blaue Schaltfläche an, um weiterzumachen. Tippe auf den Knopf Spielen, um das gewählte Level zu starten. So, nochmal, das wird sich jetzt wiederholen mit dem letzten Test, den ich natürlich schon angespielt habe, indem wir die Free-Version gezockt haben. Jetzt haben wir die 4,49 € Version. Die Vollversion ist teuer, muss ich zugeben. Aber es ist wirklich ein grandioses Spiel, sehr kurzweilig. Und dafür, deswegen habe ich mich auch für ein Let's Play entschieden. Unsere Aufgabe in Level 1 ist es, 2 Eier zu sammeln. Goldzeit 1 Minute, Silber 1,45. Den Tipp könnt ihr selber lesen. Lasst's krachen. Yo, bist du bereit, die Yoda-Welt zu retten? Deine Hilfe wird dringend benötigt. Na gut, dass ich da bin. Nun macht... Manche Dinge ändern sich nie. Auf einer einsamen Insel ist es am wichtigsten, Wasser zu finden. Grabe deshalb Löcher, wo immer du grünes Gras abliegst. Gut. Ja, ja, haha, das dauert und dauert und dauert und dauert. So, Wasser da, Vogel da. Hey, ein Flamingo. Wasserlöcher ziehen Tiere an. Sobald er seinen Durst gestillt hat, wird der Flamingo ein Ei für dich legen. Ja, dann gib Gas. Könnte ich das jetzt sogar überspringen? Nee, mach ich aber nicht. Du brauchst Nahrung, um Aufgaben abzuschließen und selbstgebaute Energietränke, um auf Angriffe der Piraten vorbereitet zu sein. Sammle dieses Ei ein. Mache ich. Erledige die Aufgaben, um fortzufahren. Sammle noch ein Ei, um die Tagesaufgabe abzuschließen. Gut, dann warten wir jetzt, bis der Herr Flamingo sein zweites Ei gelegt hat. Und da ist es auch schon. Und Aufgabe abgeschlossen. Und in 0,15. Einheimisch und Goldrausch sind unsere Auszeichnungen. Gut. Mist, ey, jetzt habe ich übersprungen, dass wir das Regenritual haben.
Aber ist ja auch wurscht. Ein kurzer Blick hier. Ihr seht die Karte. Hier geht es rum. Hin und wieder zweigt ein Level ab. Die werden wir uns natürlich alle anschauen, die Bonus-Level. Und hier oben aufs Feuer freue ich mich schon sehr. Auf den Strand. Naja, den Wald gibt viele tolle Sachen. So, auf Blau klicken, Spiel klicken. Los geht's. Ladebalken. Wir werden sehen, jetzt am Anfang werde ich natürlich in einer Folge mehrere Level pressen. Gegen Ende bzw. gegen weiter Fortschreiten des Spieles werden wir sehen, wie lang ein Level dauert. Vielleicht gibt es jeden Tag nur ein Level. So, 5 Milch, Goldzeit 1,40, Silberzeit 2,30. Führe das Regenritual durch, um am Strand Gras wachsen zu lassen oder Löcher mit Wasser zu füllen. Ja, das habe ich ja aus Versehen gerade weggedrückt. Ihr werdet jetzt sehen, das Loch oben links wird sich mit Wasser füllen. Ein neues Loch wird hier entstehen. Die wilde Ziege liebt Flamingo-Eier. Bekommt sie welche, gibt sie Milch. Gut, gut, gut. Ein Flamingo haben wir schon. Der zweite ist soeben unterwegs. Ich werde natürlich immer versuchen, Goldzeiten zu brechen. Ist ja logisch. Aber wenn es nicht klappt... Oh. Jetzt habe ich schon das Ei eingesammelt, obwohl das ja die Ziege fressen sollte. Wenn die Goldzeit nicht klappt, werde ich ein Level natürlich nicht wiederholen. Wäre ja Quatsch. So, die Milch dürfen wir jetzt einmal einsammeln. Das Regenritual ist wieder verfügbar. Grabe mehr Löcher, um mehr Tiere anzulocken und Level schneller zu beenden. Dann machen wir das. Jo, hier gibt's Milch wie am laufenden Band. Die eine Ziege rennt vorbei, die andere rennt vorbei. Ja, so, jede Ziege hat ein Ei, dann gibt mir jede gleich eine Milch. Eine, zweite, 1,6. Oh, Gold ist 1,40. Haben wir schon wieder geschafft. Goldzeit gibt Bonus. Man braucht das Geld ja natürlich auch, um nachher im Shop einkaufen zu gehen. Kein Zugriff auf ein neues Level? Dann musst du in meinem Laden für Verbesserungen kommen und mit deinen Münzen welche erwerben. Gut, dann wollen wir das doch mal machen. Hier freischalten antippen. Und jetzt kaufen wir uns die Brauerin. Die Köchin. Die Brauerei-Fachangestellte vielleicht. Komm. Gut, weiter geht's. So, 200 Energie ist unser Ziel. Können wir hier schon draufdrücken? Geht natürlich nicht. Die Stammesköchin stellt Tränke her, die die Energie steigern. Tippe sie an. Gut antippen. Tippe alle an und die Milchflaschen auf der Rezeptliste. Gut, das 3 Milchflaschen. Baut sie mir jetzt einen Trank mit 45 Energie. Hier schnell regnen lassen. Wenn wir Glück haben, können wir das Loch oben links noch retten. Oh, aber gerade so. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich schon 4 Löcher. Wir haben jetzt 85 Energie von 200. Glückwunsch, grüne Tränke erhöhen deine Energie. Nimm das Gefäß auf, um deine Energie zu erhöhen. Machen wir. So, eine Milchflasche haben wir schon. Oh, ein Pirat. Die Piratenbaut ist ausgebrochen. Zäh, ausgesprochen zäh. Tippe sie mehrmals auf, um das Schild zu durchbrechen und besiege sie dann. Die macht hier nämlich nur Ärger, die blöde Kuh. Und weg ist sie. So, schon wieder eine Milch, schon wieder eine Milch. Ungeschützt ist meine neue Auszeichnung. Ein Drang hat sie auch verloren. So, wir lassen noch ein paar Milchchen herstellen. Na, gibt's keine Eier? Flamingos? Eier? Jo, jetzt sind die Eier da. Jetzt gibt's auch gleich ordentlich Milch. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, die lassen wir gleich alle in 105er Drang des Reichs. Ich habe schon wieder einen neuen Erfolg bekommen. Läuft ja hier, nicht? Und die Goldzeit werden wir auch unterbieten, wenn nichts Gravierendes mehr schief läuft. Gut, einsammeln, na, kann ich ja schon mal. Aber das nehme ich eh nicht mit ins nächste Level, von daher Wurst. Neuer Levelrekord, Clou, Kampf um Gold.
So, ich muss zugeben, am Anfang ist es noch nicht so spannend, aber das habt ihr vielleicht eh schon als fleißige Zuschauer gesehen im letzten Test. Von daher gehen wir da einfach schnell drüber. Manchmal kannst du zwei verschiedene Wege gehen. Auf manche Wegen gibt es versteckte Belohnungen, die dir helfen können. So, Leute, okay. Wir gehen den sollen wir den Zusatzweg gehen? Klar gehen wir den Zusatzweg. Das habt ihr im letzten Test noch nicht gesehen. Das muss ich, hier werden Bonuslevel freigeschaltet. Goldzeit, Silberzeit, Bronzezeit freischalten. Was muss ich dazu ausbauen? Die Eierbratmaschine. Nutze deine Münzen, um diese Verbesserung für die Maschine zu erwerben und Spiegeleier zuzubauen. Spiegeleier, sehr gut. Die bauen wir aus. Dann schauen wir uns das Level jetzt mal an. So, 5 Spiegeleier in 1,35. Zum Bau, der Bau einer Maschine kostet Energie. Tippe dieses Symbol an, um den Eierbräter zu bauen. Kostet mich 100 Energie. Lass mal bauen. Gleich mal aushebeln hier. Regnen lassen wir es auch gleich. Logischerweise brauchen wir Eier. Das heißt, die Ziege sollte uns die Eier, wenn möglich, nicht klauen. Du hast dein Ei eingesammelt. Aktiviere diese Maschine, um ein Spiegelei zu erhalten. Mach ich. So, jetzt muss man aufpassen. Jetzt kommt schon der erste Trick. Wenn jetzt natürlich die Ziege uns die Eier wegschnappt, dann haben wir keine Eier, um Spiegeleier herzustellen. Dafür bekommen wir Milch, die wir aber in dem Level hier nicht brauchen. So, die Piratenbraut ist hinüber. Warum schlafen denn meine ganzen Flamingos? Ich muss wirklich aufpassen, die Ziegen sind schnell. Wenn man die Milch braucht, dann geht natürlich gar nichts. So, jetzt müssten wir genug Eier haben. Jetzt können die Ziegen machen, was sie wollen. Genau, das letzte Ei ist in der Mache. Mit der Goldzeit wird zwar knapp, aber reicht auch noch. Na, wenn ich die ganzen Tipps nicht lesen würde, aber die lese ich natürlich euch zuliebe, wäre es noch einfacher. 1:02. Panorama-Route. Glückwunsch, du hast einen unbekannten Kartenteil aufgedeckt. Schön. Okay. Prima, da gibt es ja noch mehr extra Level, das ist ja super. So, komme ich da schon hin? Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein Standard-Level, das wir freischalten müssen. Und zwar müssen wir dazu die Milchpulvermaschine ausbauen. Das machen wir. Nein, ich höre jetzt auf, Leute. Was soll ich sagen? Habt ihr übrigens gehört, dass der Apple App Store kurz davor steht, die 50 Milliardenste App, die runtergeladen wird, runterzuladen. Also ihr versteht, dass es kurz davor ist, dass die 50 Milliardenste App runtergeladen wird. Wahnsinn, Wahnsinn. Und wenn man denkt, dass an den Bezahl-Apps Apple um die 30% an jeder verdient, nicht schlecht, nicht schlecht. So, weiter zum Spiel. Wir brauchen 4 Eier, 3 Milchpulver. Man muss sich auch ein bisschen konzentrieren. Regnen lassen wir es gleich. Wir haben genug Energie, um sofort die Milchpulvermaschine zu bauen. Dort hinten gibt es nochmal ein Loch. So, wir brauchen 4 Eier. Die sammle ich ein, bevor die Ziegen sie mir alle wegfressen. Allerdings brauchen wir natürlich auch die Milch, um das Milchpulver herzustellen. Verflixte Sache hier. Mir macht das Spiel jetzt schon wieder wahnsinnigen Spaß. So, 3 Eier haben wir schon. Oh, 3 Krebse. Das ist ein Skorpion. Ein Skorpion. Echt? Er ist flink gefährlich und frisst deine Nahrungsmittel. Tippe ihn 3-mal an, um ihn zu besiegen. Dass gleich so viele kommen. Der Schwanz des Skorpions leuchtet. Das bedeutet, dass er bereit ist, dich zu stechen. Warte, bis er... er das wohl nicht mehr macht. So, wir haben noch keine Milch.
Und wir lassen es wieder regnen. Die Löcher gehen nämlich schon wieder zu. Jetzt machen wir hier noch eine Piratenwort-Ehre. So, Eier haben wir alle. Das heißt, wir können jetzt alle Eier den Ziegen überlassen. Das machen wir dafür. Kommen hier so viele Skorpione. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass das in der Testversion auch so war. Aber es soll ja ein bisschen eine Herausforderung sein, nicht wahr, Leute? Sonst ist es doch auch langweilig. Ich habe keine Milch, was? Ich habe keine Milch. So, dann mampft mal schön eure Eier ein. Milchpulver brauche ich noch. Gebt mir doch einfach eine Milch. So. Und für die Goldzeit unten rechts seht ihr die aktuelle Zeit und die Zeit, die reicht, um den Goldstatus zu erreichen. Wird wieder funktionieren. Oh, ich hätte noch die Piraten. Zu spät. So, wir haben es wieder geschafft. Wenn du dieses Level löst, erhältst du unser Stammesabzeichen. Ja, Leute, aber ich würde mal sagen, für heute langt's. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich werde jeden Tag natürlich eine Folge des Let's Plays rausbringen, anders wie die Let's Tests, die wohl nur alle 2 Tage kommen. Drum hoffe ich, dass ihr jede Folge guckt. Schreibt was in die Kommentare, wenn ihr was zu sagen habt. Ansonsten macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao!